mal ein wenig auf dem Sony-Stand rumzugehen. Der sich wirklich weit erstreckt. Hier sind wir. Schwer zu lesen. Skylanders Giants. Wie bereits AR und andere Spiele, zum Beispiel Little Big Planet für die Vita. Im Gegensatz zum Vorjahr, an denen die Vita nur schwer zu erreichen war, ist sie diesmal sehr präsent. Wenn auch immer noch im Schatten der PlayStation 3, die natürlich Dominanz bei Sony gewinnt. Epic Mickey 2, Sports Champions. Alles kann man hier sehen. Natürlich auch wieder mit einer großen Bühne, der gespielt wird, gegeneinander, miteinander, Goodies gewinnen kann, auch schon als Fachbesucher. Und hier groß angepriesen, Assassin's Creed 3 Liberations. Ebenfalls anspielbar im ab 18 Bereich. Den wir für euch nicht weiter beleuchten werden. Natürlich wird überall fleißig gespielt. Hier sieht man ein ganzes Kreuz mit Vita. In diesem Beispiel Echo Librium. Eine der neuen Apps, die erscheinen sollen. Sly Cooper, Feast in Time, Little Big Planet Karting, eine lange Schlange für The Last of Us. Wonderbook, von dem wir natürlich alle so angetan sind. In diesem Fall für die PS3. Hier When Vikings Attack. Ebenfalls für PS3 in diesem Fall. Das vor kurzem angekündigte Q-Force, Ratchet & Clank. Auch für PS3 in diesem Fall. Aber erscheint natürlich auch für die Vita. Und ein ganzer Stand dafür, PlayStation All-Stars Battle Royale zu spielen. Kleinere Spiele sind jetzt zu sehen, zum Beispiel Mid Underground, Really Big Sky oder Big Sky Infinite, zweite Teil von Niflas. Und auch Soundshapes, was diese Woche noch veröffentlicht wird.
großer Bereich nur für Little Big Planet. Natürlich alles verdammt laut. Aber das ist der Sony-Stand. Viele Spiele zu sehen, auch besonders für die Vita, kann man sich freuen.